Das Prinzip der Nuklearmedizin besteht ja darin, Stoffwechselvorgänge abzubilden, sowohl gesunde als auch krankhafte. Und ein Teilgebiet davon ist eben die Onkologie, nämlich die Krebsdiagnostik. Und in der Nuklearmedizin gibt es eine besondere Form der Krebsdiagnostik über das sogenannte PET-CT, was in der Lage ist, Krebs über die Stoffwechselvorgänge abzubilden. Wenn man gezielt jetzt auf die Prostatakarzinom-Diagnostik hinaus will, haben wir das sogenannte Vehikel, was quasi im Körper den Weg auf den Prostatatumor findet, nämlich das Eiweiß, PSMA. Und damit wir es bildlich detektieren können, wird an diesen Eiweißstoff ein radioaktiver Tracer gekoppelt. In dem Fall für die PET-Diagnostik das sogenannte Gallium 68. Das ist ziemlich komplex. Das dauert alles in allem ungefähr gute 1,5 Stunden, bis wir diese Substanz so weit haben, dass man die spritzen kann. Dafür wird ein sogenannter Hardware-Kit in einer Hotcell aufgesteckt. Wir starten ein Programm, das ist uns vorgegeben worden von Radiochemikern, die das aufgesetzt haben. Es läuft innerhalb von 1/2 Stunde ab und wir bekommen dann praktisch eine Substanz, die ist radioaktiv markiert. Von dieser Substanz müssen noch Qualitätskontrollen gemacht werden, bevor wir das dem Patienten dann spritzen können. Beim PET-CT sprechen wir von der sogenannten Hybriddiagnostik, was bedeutet, dass man primär morphologisch orientierte Verfahren wie das CT, was ihnen eben Strukturen abbildet, vergrößerte Knoten, mit einem metabolischen Verfahren, konkret dem PET, zusammenbringt, quasi in einem Gerät, sodass sie die Informationen aus den beiden Untersuchungen, die sich vom Prinzip unterscheiden, quasi in einem Bild zusammenführen. Dann werden zunächst die Bilder ausgewertet, in der Hinsicht, dass wir, wenn möglich, die Quelle des sogenannten PSA-Anstiegs, wir nennen das biochemisches Rezidiv, dingfest machen können. Hieraus resultiert nun die Möglichkeit, diesen Lymphknoten gezielt mit dem gleichen Vehikel, nämlich dem PSMA, so zu markieren, dass man ihn intraoperativ mit einer speziellen Detektionssonde auch aufspüren kann. Das heißt, das PSMA wird in diesem Fall nicht mit Gallium 68 markiert, was ein PET-Tracer ist, sondern mit Technetium 99M. Das Technetium PSMA wird einige Stunden vor der Operation dem Patienten gespritzt. Wir machen nochmal eine Bildgebung, diesmal aber am SPECT-CT, weil das kein PET-Tracer ist. Und anschließend geht der Patient in den OP und mit der Sentinel-Sonde, allgemein gängig, wird dem Chirurgen der Weg zu dem befallenen Lymphknoten gewiesen über die Detektion der Radioaktivität. Wir haben das Gefäß zuerst dargestellt, wo wir wussten, der Lymphknoten liegt an der Beckenarterie. Und dann haben wir auch Lymphknoten gesehen. Aber mit der Sonde können Sie eben genau sagen, welcher Lymphknoten rausgenommen werden muss. Denn der war nicht auffällig verändert. Der Lymphknoten hat wunderbar Technetium-PSMA gespeichert, konnte exzellent mit der Sonde intraoperativ erkannt werden über die Countrate und auch problemlos vom Urologen aufgefunden werden. Und so haben wir eben einige Lymphknoten auch in der Umgebung mit rausgenommen, haben die noch mal draußen gemessen. Dann wussten wir, wir haben den entscheidenden entfernt und wissen auch, die Anschlüsse sind frei, also da ist kein Tumorgewebe mehr drin. Und das ist eine ideale Sache. Das hat etwa eine Stunde gedauert. Also ansonsten müssten wir hier stundenlang suchen, hätten wahrscheinlich auch nicht den richtigen oder zu viele entnommen mit einer viel größeren Nebenwirkungsrate für den Patienten. Also ist ein sehr schönes, modernes Verfahren. Die Histologie hat dann bestätigt, dass es sich in der Tat um den vom Prostatakarzinom befallenen Lymphknoten handelt. Also wir haben in dem Lymphknoten eine ungefähr 4 mm messende Metastase von einem mikroazinären Prostatakarzinom gefunden mit einer typischen Morphologie, mit prominenten Nukleoli und konnten damit sozusagen identifizieren, dass der richtige karzinombefallene Lymphknoten entfernt wurde. Die Nuklearmedizin ist ja mit ihrer Entwicklung lange nicht am Ende. Und die besten Beispiele sind die in letzter Zeit neu entwickelten Radiopharmaka für eine spezifische Tumorerkennung. Gleichzeitig der Schritt von der Diagnostik zur Therapie, die sogenannte Theranostik, und das Segment Therapie hat in der Nuklearmedizin in letzter Zeit einen erheblich größeren Stellenwert bekommen, durch die Optionen, in bestimmten onkologischen Bereichen systemisch mitzuwirken. Das heißt, aus meiner Sicht birgt dieses Fach ein enormes Zukunftspotenzial, was sowohl den diagnostischen als auch den therapeutischen Bereich angeht.